Also Islamismus ist sehr, sehr ernst und mit sehr, sehr viel Geld wird das untersucht. Vielleicht nicht so, dass das in der Zeitung steht, aber wenn du die Berichte liest in Der Kriminalist, das ist eine Zeitschrift vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, dann von der Kriminalistik, das ist die Zeitschrift von Landeskriminalämtern rausgegeben, und die anderen polizeilichen Zeitschriften, da gibt es noch ein paar andere, da ist Rechtsextremismus und Linksextremismus im genau gleichen Maße sehr, sehr ernst untersucht und Islamismus ganz weit vorne auch. Also das liegt wohl eher daran, dass die meisten Menschen natürlich jetzt keinen Zugang zu innenministeriellen, justizministeriellen, polizeilichen Veröffentlichungen haben. Aber das ist ein Riesenthema da. Seit 9-11 natürlich die Islamismus-Sache sowieso. Also schon seit 20 Jahren. Nee, nee, also